Hallo Leute und willkommen zu sehr später Stunde zugegeben zu Vlog Nummer 298. Ich hatte es ja in einem öffentlichen Community-Post angekündigt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ihr den alle gesehen habt. Deshalb der ganz kleine generelle Hinweis, es kann freitags vorkommen, dass ich später zu Hause bin, teilweise auch erst nach 0 Uhr. Und dementsprechend kommt das Video dann auch später online, wenn ich es nicht vorher geschafft habe aufzunehmen. Falls ihr jetzt spekuliert, was ich mache, nein, ich bin nicht feiern, ich bin beim Training. Muss ich, glaube ich, nicht weiter spezifizieren. Fakt ist jedenfalls, es kann häufiger mal vorkommen oder zumindest gelegentlich. Oft schaffe ich es, das Video vorher hochzuladen. Aber es kann passieren, dass es vielleicht mal ein bisschen später wird. Ich gehe allerdings davon aus, dass viele von euch noch wach sind freitags. Und ihr könnt euch auch darauf verlassen, dass es, auch wenn ich spät zu Hause bin, ein Video geben wird. Erst recht so kurz vor einem neuen Jubiläum. Denn übermorgen sind wir bei Vlog Nummer 300 und das ist ziemlich krass. Wir haben fast das Jahr voll. Ich habe auch heute noch einige spannende Themen, die ich mit euch besprechen will. Und ich würde meinen, wir fangen mit dem Thema an, was heute Morgen für einige Schlagzeilen über Berlin hinaus gesorgt hat. Denn es ging relativ groß rum, Schießerei in Moabit. Und mittlerweile ist ein bisschen klarer geworden, was dahinter steckte. Und bevor jetzt wieder irgendjemand anfängt, so von diesen Spezialisten von wegen, die bösen Waffen haben dafür gesorgt, dass da jemand erschossen wurde, denn wir wissen ja alle, Pistolen oder Gewehre, die schießen ja alle von selbst um sich, kennt jeder, Blödsinn. Die kleine Aufklärung dazu, der Täter ist wohl mittlerweile, also ein Verdächtiger ist mittlerweile geschnappt worden, dazu wurden noch keine näheren Angaben gemacht, was es nun mit dem auf sich hat, aber zum Opfer gibt es einige Details, die zumindest durch die Presse geistern und anscheinend auch so bestätigt sind. Und hierbei möchte ich gleich vorweg sagen, dass ich mich für dieses Opfer definitiv nicht zu irgendwelchen Mitleids- oder Beileidsbekundungen bewegen kann. Tut mir leid für die Hinterbliebenen, geht nicht, denn das Opfer ist wohl ein polizeibekannter islamistischer Gefährder, ein tschetschenischer Islamist. Und für jemanden trauern, der ohne mit der Wimper zu zucken im Zweifel unschuldige Leute einfach so umbringt, da kann ich mich nicht zu durchringen. Aber für euch die Info, es ist wohl kein politisch motivierter Hintergrund oder man geht aktuell nicht davon aus. Es ist wohl auch kein religiös bedingter Mordfall gewesen heute Morgen. Die beiden Täter und Opfer standen wohl in einer Geschäftsbeziehung zueinander. Also wie diese Geschäftsbeziehung aussieht, kann man sich, glaube ich, bei polizeibekannten tschetschenischen Islamisten und Gefährdern ein bisschen ausmalen. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das, was man unter legalem Geschäft versteht. Will ich jetzt nicht spekulieren. Ich bin gespannt, ob man da noch weiter was zuhört. Aber ich wollte euch erstmal die Info geben, die ominöse Schießerei heute Morgen ist mal wieder auf, wahrscheinlich ein polizeibekanntes Klientel zurückzuführen und es kam wohl auch glücklicherweise kein dritter Unbeteiligter zu Schaden. So, das soll es davon aber auch gewesen sein. Ich bin gespannt, wann die ersten schärfere Waffengesetze fordern. Ich bin gespannt, wann die ersten Politiker dem Täter irgendwelche rassistischen Motive unterstellen, was wahrscheinlich relativ lächerlich wird, weil ich vermute, dass der Täter aus der gleichen Richtung kommt. Aber wie gesagt, genug davon. Ich habe noch was sehr Lustiges für euch. Bevor wir dazu aber übergehen, habe ich gerade im Spiegel, ich weiß, Spiegel ist immer, fragwürdig, aber ich habe im Spiegel einen interessanten Artikel gelesen bezüglich Wirtschaftslage, denn wir hatten uns vor einigen Wochen oder Tagen oder so schon mal drüber unterhalten, dass wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf eine Rezession zusteuern. Das ist so mein Gefühl, wenn ich mir die Zahlen anschaue und mittlerweile ist das auch die offizielle Bestätigung vom Kanzleramt, denn die Wirtschaftsexperten des Kanzleramtes rechnen im dritten Quartal mit einem Minuswachstum. Ja, okay, Minuswachstum führt sich selbst ad absurdum, aber das heißt in der Fachsprache so. Gemeint ist natürlich, unser Bruttoinlandsprodukt sinkt weiter und wir schreiben negative Zahlen. Blöd, ne? Aber jetzt, es klingt jetzt vielleicht leicht zynisch, aber ist es eigentlich nicht gemeint. Denn möglicherweise ist genau das der Effekt, den man in diesem Land benötigt, um wieder ein Stück weit in die Realität zu kommen und mitzubekommen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Das ist jetzt ein relativ blöder Vergleich, aber vielleicht kriegt man in einer Wirtschaftsrezession, die mit Sicherheit für den einen oder anderen herbe Rückschläge, herbe Einschnitte auf mehreren Ebenen bedeutet. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie verharmlosen oder schönreden. Aber vielleicht ist genau das, was in dem Land gebraucht wird, in der Gesellschaft gebraucht wird, um anschließend mitzubekommen oder währenddessen mitzubekommen, hey, die Grünen wählen, das muss man sich leisten können. Und ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Also ich hätte sie eh nicht gewählt, aber ich beziehe das jetzt auf die klassischen Grünen-Wähler. Denn vielleicht kriegt man dann mal mit, okay,
Die Grünen wollen an mein Portemonnaie. Da sieht es gerade eh nicht gut aus aufgrund der Rezession. Es ist eine relativ unsichere Wirtschaftslage. Die Grünen wollen neue Steuern und jeder soll da irgendwie irgendeine Scheiße bezahlen. Das passt halt gerade zur Ideologie. Und überhaupt eigentlich, naja, grüne Politik ist halt teuer, weiß man ja. Vielleicht reicht es aus, um den, nicht den verbissensten grünen Wählern, die würde es nicht interessieren, aber dem Wechselwähler, so von der Wählerwanderung SPD zu den Grünen, und um dem zu zeigen, hey, ist vielleicht nicht die beste Idee. SPD ist auch scheiße, ja, aber das, was die Grünen abziehen, das geht letztlich zulasten uns aller. Ich bin gespannt, wie sich es entwickelt. Ich hoffe, dass es nicht zu drastisch wird von den Auswirkungen, denn ich glaube, es kann sich keiner irgendwie eine Wirtschaftskrise wünschen. Das ist logisch, das will ich an der Stelle auch nochmal klarstellen. Mir geht es nicht darum, dass ich die Rezession gut finde. Aber ich sehe da durchaus einen positiven Kern und denke, dass es sich politisch gesehen in eine positive Richtung entwickeln kann, indem es wieder in Richtung Realismus und Vernunft geht und weg von meine Ideologie ist aber die beste und ich will jetzt, dass alle Autofahrer eine neue Steuer, na nicht nur die Autofahrer, dass alle eine CO2-Steuer zahlen und überhaupt, es muss ja darauf Abgaben geben und das muss teurer werden und das muss auch noch doppelt besteuert werden. Dass dieses absurde... diese absurden Fantastereien dann vielleicht zu den Akten gelegt werden. Wäre zumindest positiv, finde ich. So, jetzt aber zu der lustigen Nachricht, die ich noch für euch habe, die eigentlich eher traurig ist, aber naja. Auf Bento wurde ein sehr, sehr spannender Bericht zu einer angeblichen Kunstaktion geschrieben, ein Artikel. Es ging noch in anderen Medien rum. Denn vor einigen Tagen haben es sich Frankfurter Studenten, also ich weiß nicht, was die studieren, aber kann jetzt nicht so weit her sein mit der Intelligenz, egal, haben sich Frankfurter Studenten in Weimar im Goethepark versammelt, im Ilmpark, und ich habe da sehr, sehr lange gewohnt. Ich bin da zur Schule gegangen, nicht im Park, aber in Weimar, also ich kenne die Gegend wunderbar, deswegen hat mich diese Nachricht auf einigen Ebenen doch sehr tangiert. Diese Studenten haben an Goethes Gartenhaus, ist so ein kleines Häuschen, das hat Goethe früher als Refugium im Grünen verwendet und hat er auch geschrieben und so. Das Haus wurde von diesen Studenten mit Klopapierrollen beworfen, weil sie angeblich gegen Goethes Werke protestieren wollten, weil er angeblich so ein böses Frauenbild vermittelt. Also, schaut euch mal kurz an, wann Goethes Werke entstanden sind. Überlegt nochmal genau, was da für ein Zeitgeist war. Dann kommt man vielleicht auf den Trichter, wenn man sich tatsächlich als Student bezeichnet und ein bisschen denken kann, dass es damals nicht unbedingt unüblich war, dass die Leute nicht von der heroischen Kampflesbe lesen wollte, die da die ganzen Männer vermöbelt, sondern dass da die Nachfrage in eine andere Richtung ging. Konkret wurde wohl Faust kritisiert, denn Gretchen, die dümmliche 14-Jährige, das wäre so ein böses Frauenbild. Also Freunde der Sonne, ich würde euch empfehlen, Faust nochmal ganz in Ruhe durchzulesen. Da geht es nämlich nicht um Gretchen, da sind ganz, ganz andere, wunderbare Denkanstöße drin, die euch wahrscheinlich für die nächsten Jahrzehnte beschäftigen, wenn er genauso denkt, wie er im Alltag agiert offensichtlich. Denn mit Klorollen werfen, das ist nicht sonderlich, naja, sag ich nichts zu. Also ich finde das doch sehr, sehr plump. Ich finde das... Es sagt einiges über die Leute aus, die es getan haben. Aber Faust zu kritisieren, weil Gretchen 14 ist und dümmlich ist, also sage ich nichts weiter zu. Es wurde noch viel lustiger, denn Bento hat das natürlich wieder als Heldentat verkaufen wollen. Ihr wisst, Bento finde ich ja so ein Kram immer cool. Ich weiß nicht, ob es da schon reicht, wenn man irgendwie seinen Haufen auf die Klobrille setzt, statt in das Klo, und das dann als Kunst da irgendwie verkaufen will. Vielleicht gibt es da auch schon fast eine Auszeichnung oder einen Preis für, dann von irgendwelchen Portalen wie Bento und Co., jetzt ganz überspitzt gesagt. Aber es wurde wohl ein Interview mit einem oder mehreren dieser Beteiligten geführt. Die Gruppe nennt sich Hauptschule Frankfurt oder so. Das ist auch eine interessante Anspielung. Also passt wahrscheinlich eher zum geistigen oder intellektuellen Niveau dieser Person. Und sie wollten, ja, wie gesagt, darauf aufmerksam machen, dass Goethe ja angeblich so ein böses Frauenbild hat. Und angeblich hat die Stiftung, die für dieses Haus zuständig ist, wenn mich nicht alles täuscht, ist das die Klassikstiftung Weimar. Aber hier mit Vorsicht genießen, ich habe mit der Stiftung seit vielen Jahren nichts mehr zu schaffen. Wir hatten von der Schule aus häufiger mal Ausflüge damals. Ich bin mir nicht mehr sicher, was da alles in deren Zuständigkeitsbereich fällt. Aber die Stiftung soll diese Aktion wohl sogar als gut befunden haben. Hätten diese Studenten oder diese Klopapierrollenwerfer ihre Klorollen anschließend wieder aufgesammelt. Also wer die Reinigung bezahlen darf, ich weiß nicht, ob man da jetzt drüber reden muss. Das sind mit Sicherheit wieder mal wir alle.
herzlichen Glückwunsch, da werfen irgendwelche, naja, mit Chlorrollen, verkaufen das als Kunst und an wem bleibt es wieder hängen? Ganz zu schweigen davon, dass es mit Sicherheit auch aus umwelttechnischen Gründen eine relativ beschränkte Aktion ist, damit Papier um sich zu werfen. Naja, sagen wir auch nichts zu. Klopapier ist eigentlich dafür da, um sich einen Arsch abzuwischen und nicht um in Gärten zu landen, um nicht um irgendwo die Grünanlagen zu verschmutzen. Und was das Ganze mit Kritik zu tun haben soll, das erschließt sich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Man hätte das ja vielleicht intelligent lösen können. Man hätte möglicherweise sich ein bisschen mit den Werken, die man kritisieren will, beschäftigen können und das im... Jetzt fehlt mir gerade eine Formulierung. Man hätte das in dem Stil, wie man es selber für besser erachtet, das heißt in diesem pseudo-feministischen Blödsinn, umformulieren können. Also im Prinzip ein Gegenwert aufstellen. Ist ja mittlerweile eh alles, gibt es ja keine Urheberrechte mehr drauf. Die Sachen sind ja hunderte Jahre alt. Und das Ganze dann vielleicht als Theaterstück aufführen. So wie man das selber interpretiert, so wie man das selber gern hätte. Um die Differenzen aufzuzeigen, von wegen, das war zu Goethes Zeit und das wollen wir, das Künstlerkorrektiv, so und so. Das hätte einen Sinn ergeben. Sicher, das wäre ein bisschen Arbeit gewesen. Man hätte sich einlesen müssen. Man hätte auch einiges auf die Beine stellen müssen. Man hätte da ein Stück schreiben müssen. Vielleicht übersteckt das die Fähigkeiten der Mitglieder. Das weiß ich nicht. Klorollen werfen ist halt leichter. Aber da könnte man dann tatsächlich von einer sinnvollen Sache sprechen. Da könnte man vielleicht sogar den indirekten Bezug zur Zeit, zu der Goethe tätig war, herstellen. Also Theater und so. Da ist ja sehr viel auch fürs Theater geschrieben worden. Da wäre die Kritik doch weitaus zielführender. Und dann kann man meinetwegen aus Gretchen eine transsexuelle Querfrau machen, die sich da gerade irgendwie, die gerade ihr Outing dahinter sich hat, die hyperintelligent ist, Ende 50 ist und aus Faust macht man, weiß ich nicht, einen bösen alten weißen Mann oder so, kann man ja alles machen in seinem Theaterstück. Und macht das eben auf diese Art und Weise, um da vielleicht tatsächlich noch einen gewissen Wert zu schaffen. Und wenn es nur ist, dass man sich in 10 Jahren dann selber drüber lustig machen kann. Aber nein, ihr wisst, man sollte nicht unbedingt zu viel von einigen Leuten erwarten. Wer mit Klorollen werfen will, für den ist das wahrscheinlich schon das Höchste, was er hinbekommt. Aber ich finde es ehrlich gesagt traurig, dass es Medien gibt, dass es Presseplattformen gibt, dass es irgendwelche Zeitungen gibt, die darüber auch noch ist seriös oder pseudoseriös berichten. Also da hätte eine Satire nicht, aber da hätte ein humorvoller Artikel hingemusst, der das Ganze so absurd ist, eben ist, tatsächlich bildlich veranschaulich, den Leuten mitteilt, hey, die haben da voll einen irgendwie geraucht oder so. Das ist nicht normal. Aber nein, stattdessen führt man Interviews, tut so, als wäre das irgendwie ganz was Tolles. Oh, erinnert ihr euch noch an diese Tante da, auch so eine Künstlerin, die sich da irgendwelche Eier da unten reingeschoben hat und diese Eier dann in der Öffentlichkeit auf irgendwelche Leinwände und das als Kunst verkauft? Da gab es auch irgendwelche Leute, die haben das da gefeiert, haben sie da irgendwie als... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, mir kommt da erst Kotzen, wenn ich da dran denke. Aber Kunst und ich, wir waren noch nie sonderlich kompatibel. Ich stehe dann doch eher auf die klassische Kunst. Ich gehe sehr gerne ins Museum und schaue mir künstlerische Kunst an, auch wenn das jetzt doof klingt mit irgendeinem dahingeworfenen Scheißhaufen oder Klorollen oder irgendwelche moderner Kunst kann ich nicht viel anfangen, denn das wirkt für mich oft wie, ja, hingeschissen. Und sicher, der Künstler will ja eine Aussage damit tätigen, man muss ja da irgendwie was rein interpretieren. Aber Kunst soll halt irgendwo auch vielleicht ein Stück weit einen Sinn ergeben. Das war ja mal das Ansinnen von Kunst und Klorollen auf Fassaden. Naja, so, das soll es für heute gewesen sein. Ich habe Hunger, ich mache mir was zu futtern und wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Freitagabend. Falls ihr feiern seid, dann einen wunderschönen Samstagmorgen. Wir sehen uns dann morgen wieder und ich habe vor, mir den Wald ein bisschen näher anzuschauen. Das heißt, möglicherweise gehen wir mal wieder spazieren. So, bis dann.